Willkommen zurück zur nächsten Folge Raft mit Major the Snake. Moin moin. Mit einer kaputten Angel. Deine Angel ist kaputt, nein. Okay, du hast... Wie gut, was ich was immer eine auf Reserve habe. Du hast eine neue? Ja. Seid euch gelehrt. Ich immer auf Reserve habe. Weisheiten mit The Snake. Immer eine Angel auf Reserve haben. Ja, ist nie verkehrt. So, wir machen uns noch einen zweiten Bogen, weil der eine wird nicht reichen. Soll ich dir auch noch einen machen? Was möchte ich? Bogen. Ja, wenn wir genug Materialien haben, ja. Ansonsten kannst du das Holz ja eher lieber für Boden verbessern, verwenden. Ich hoffe, dass mit den scheiß sorry für meine Ausdrucksweise. Für den netten Vogel hört auf. Es deprimiert. Jedes Mal, wenn man tauchen ist, ist der Vogel da und... Das ist ja nicht nur, wenn du tauchen bist. Du stehst ja auch einfach daneben und das Ding kommt angeschissen. Ja, das unter anderem. Wir haben ja jetzt hier schon eigentlich was drüber gebaut. Beim letzten Mal war das so, da hatten wir das umbaut, die Fläche. Und dann ist es nicht mehr durchgekommen. Ja, weil ja Tür und alles drin. Vielleicht noch, weil offen ist. Vielleicht müssen wir hier eine Wand einziehen. Ja, von rechts nach links rüber. Können wir natürlich auch noch machen. Dann, weißt du was, das werden wir als nächstes dann auch bald mal versuchen. Weil wenn wir dieses Problem weg haben, wird das alles angenehmer. Ja, hoffen wir, weil das Ding geht mir echt auf den Keks. Alleine, wir werden ja nochmal auf ziemlich lange auf hoher See sein auch. Wegen ganz viel Holz. Oder für ganz viel Holz. Ja. Wir müssen ja noch ein bisschen hier am Schiff bauen. Oder wollen das ja noch machen. Und dann steuern wir ja auch fast jede Insel an. Um weiterhin nach Titan zu suchen. Wir wollen das Schiff ja komplett hinterlassen. Du meinst, wir wollen es endlich mal fertig haben? Unter anderem. Weiß noch gar nicht, ob wir jetzt halt das letzte der Story-Insel machen. Oder ob wir vorher noch ein, zwei Mal Loot-Folgen machen. Und dann die Story-Insel, die letzte. Oder vorletzte. Bin mir jetzt nicht sicher, welche als nächstes kommt. Aber ich glaube, die Kuppel. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich auch nicht. Aber. Also müssen wir abwägen. Ja, weil zu viel Gefahr mehr wollt ihr bestimmt auch nicht sehen. Naja, obwohl es ja dazugehört. Ja, das unter anderem. Das gehört dazu, zu den Spielen. Da müssen wir natürlich dann mal gucken, wie wir das dann regeln. Man kann es natürlich auch ein paar Minuten Off-Stream machen, damit ihr nicht so viel damit genervt werdet. Aber ich möchte euch ja komplettes Gameplay des Spiels zeigen, was auch dazu gehört und Co. Meine Meinung. Ja. Und da gehört natürlich Farmen dazu. Eine Insel besuchen. Wir sind ja ausgesetzt hier auf hoher See. Aber haben gelernt, wie man Motoren baut. Mit Hai hatte ich dir schon gesagt, dass er hinüber ist, ne? Naja, ich war hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen an Bord, am Rumtoren. Na, ja, ich war jetzt gerade unsicher, ob ich. Doch, hattest du. Ich räume hier gerade noch so ein bisschen hin und her. Ach so, ja.
Gehört ja alles dazu. Und mach noch wieder ein bisschen Essen. Ja. Das Doofe ist, es ist halt jetzt schon extrem dunkel wieder. Ja. Mittlerweile. Es ist halt das Unterwasserschwimmen und nach Kugelfischen nach Ausschau halten noch mit dazu. Etwas schwerer. Hast du recht. Da sieht man ihn eigentlich so gut wie nur, wenn er halt fast vor einem steht. Oder vor einem ist. Kann es nur erahnen, wo er sein könnte. Und natürlich das Ertrinken nicht vergessen. Ach so, das. Da war ja was. Das gehört natürlich auch noch dazu. Ah, guck jetzt. Jetzt, wo der Mond hier reinscheint, sieht das hier unter Wasser schon ein bisschen besser aus. Ja, auf jeden Fall geht das hier noch ein paar Minuten lang so mit den Einsammeln gerade. Und dann geht's wieder auf hoher See, ne? Ja, unbedingt, bitte. Ja, aber ich denke mal, unter Wasser müssen wir jetzt die nächsten Male nicht so unbedingt. Klar, Metall mitnehmen, das gehört auch dazu. Silberalgen. Aber eins ist ja komisch, ne? Was denn? Wenn du den Piepmatz hier tot liegen lässt, ne? Ja. Dann hast du eine ganze Zeit lang keinen Piepmatz. Ja, das ist doch hervorragend. Ja. Ja, bei mir ist gerade der Haken Fällt auf jeden kaputt Fall gegangen. auf. Ich habe gerade Metallerz gesehen und der Haken ist kaputt gegangen. Und wer hat natürlich einen frischen Haken vergessen auf dem Schiff? Richtig. Naja, ne. Muss ich halt mir eigentlich mal auch einen auf Reserve gleich machen. Bogen wollte ich auch noch ablegen für dich. Habe ich auch noch nicht. Also, Bist du denn? zwischendurch bin ich einfach nur verpeilt. Ich bin vor der Seite des Schiffs. Ach so, da. Warte, ich werf dir was runter. Okay. Danke sehr. Bitte. Dann gehe ich mal wieder zurücktauchen. Ja. Das Der böse Rumpaddeln. Möwengeier kreist hier schon wieder rum, ne? Oh, nee, na. Ja, er kreist hier die ganze Zeit rum. Das ist nervig. Hier haben wir noch Schrott. Hatte ich, glaube ich, übersehen. Links hatten wir gerade noch Sand. Benötigen wir ja. Steine brauchen wir Ja. jetzt nicht so unbedingt. Alleine, was wir alles für mit Titanwaren machen können. Und wie verdammt selten die sind. Ja. Muss man ja leider dazu sagen. Vogelnester wollten wir ja keine weiteren bauen, oder? Später, später. Aber dafür sollten wir eigentlich auch alles da haben. Okay, ich habe aber noch mal eine Muschel mitgenommen. Ja, verkehrt ist das nie. Hier haben wir noch. Mir hier noch. Oh, das Schöne ist ja das Sammeln hier unter Wasser. Macht halt Spaß, ne? Glaube ich dir. Dann muss ich mal eben was trinken. Salzwasser will man natürlich nicht trinken. Nicht unbedingt, ne.
Da braucht man dann eher mehr dafür. Ja. Beziehungsweise es macht einen nicht wirklich. Wie nennt man das? Es erfrischt nicht so gut. Nennen wir es einfach so. Man muss halt viel mehr dadurch trinken. Ja. Trocknet man nicht sogar schneller aus, wenn man Salzwasser trinkt, weil ja der Salzgehalt da drin Rein ist? theoretisch ja. Wie das in dem Game ist, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass deine Durstleiste halt schneller den Geist aufgibt. Das kann gut möglich sein. Das sieht hier schon wieder so kugelfischig aus. An der Stelle. Meines Erachtens. Sehen jetzt nicht. Aber es sieht danach aus, als ob hier Kugelfisch wäre. Es regnet, yay. So. Da war er. Ich habe ihn gesehen. Er ist geplatzt. Ah, das ist. Naja. Nennen wir es mal so. Wir haben viele Kugelfische an der einen Insel da geholt. Wenn wir wirklich nochmal Interesse an Kugelfischen hätten, könnten wir auch nochmal zu der Insel da zurück. Der Story-Insel. Ja, und könnten da auch noch Kugelfische sammeln. Ja. Also, Problem wegen Kugelfisch haben wir jetzt nicht. Das ist ja das gleiche auch, wenn wir Leder haben möchten, dann können wir ja auch zu der Bäreninsel wieder. Wenn wir ein bisschen Fleisch haben möchten, wäre auch die Bäreninsel eher interessant als das eine Schiff, da wo wir die Ratten drauf haben. Und Ja, jeder. das Rattenschiff ist aber auch gar nicht so unverkehrt. Ja, es gibt halt immer pro Ratte ein Fleischstück. Ja. Was halt auch schneller gemacht ist, halt die zu töten, als einen Bären zu töten, glaube ich. Definitiv. Und beim Bären gibt es zwei. Bin mir jetzt nicht sicher. Nagelt Ja. mich da nicht drauf fest, aber ich glaube, zwei waren das. So, ich glaube, damit haben wir so gut wie alles hier. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Ja, aber eben noch das Kupfer und dann können wir eigentlich wieder ablegen. Okay. Erstens, ich muss so oder so zurück. Zwecks Hunger. Müssen auch gleich einmal um der Insel rum sein. Weit sollte es nicht mehr sein. Und ich habe natürlich geistesgegenwärtig wieder mal nichts zu essen mitgenommen. Wie immer. Ich bin ziemlich sparsam mit Essen. Wobei man das eigentlich nicht sein sollte. Wir haben ja ein bisschen hier. Ach Quatsch. So rum. Ja. Weiß gar nicht, wie kommt man eigentlich schneller voran? Unter Wasser oder auf Land? Das auf Land tut sich, glaube ich, nicht viel, wenn du die Flossen um hast. Ach so, dein Freund ist wieder da, ne? Er turnt hier beim Schiff rum. Okay. Dann laufe ich hier über Land. Müssten eigentlich jetzt gleich das Schiff schon gesehen. Seitens der Snake hat diesmal wirklich abgelegt und wollte mich hinterher hier lassen, so. Aus Rache dafür, dass ich ihn ein Lama nach ihm benannt habe, so. Nee, alles gut. Wo bist du denn so lange? Ich bin auf dem Weg Richtung Schiff. Dauert noch ein bisschen länger, weil ich Hunger habe.
habe Hunger. Da ist eine Wassermelone. Komm, Wassermelone. Rettest mir den Tag. Die hat nicht wirklich gereicht. Versuch war es wert. Wir haben aber zum Glück auch noch Heilsalbe, falls wir wirklich sterben sollten. Oder an Energie verlieren. Aber wir sind nicht mehr weit entfernt. Nur noch ein kleines Stückchen. Sehe ich schon das Floß. Ja. Dann gehen wir wieder on Tour. Hier hatten wir ja alles gesammelt. Hast du irgendwas? Bist wirklich losgefahren? Nein. Nein. Nein, bin ich nicht. Nein. Ich werde ja nicht. Wirklich nicht losgefahren. Ich werde alleine gelassen. Ich habe nur den Anker gelichtet. Ach so. War das nicht richtig? Aua. Der Hai ist böse zu mir. Tja, vielleicht lernst du endlich mal daraus, dir Essen mitzunehmen. Ich hab Essen mit, aber rohes Essen. Mhm. So, ich bin wieder da. Und wurde hier einfach da zurückgelassen. So, das packen wir mal gleich weg. Dann gehen wir mal eben nach oben. Und holen uns was zu essen. Hallo. Hier. Wo du noch 5 Jahre nach oben brauchst. Danke sehr. Aber trotzdem muss ich nach oben. Also, wir sind trotzdem auf Tour. Du hast nicht. Wo wollen wir eigentlich hin? Ach ja, die Batterien hatte ich mal eben zum Laden hingelegt. Mhm. Wir hatten 2 Stück nämlich. Eine Reservebatterie für oben. Ach, da hinten kommt die nächste Insel. Ich komm schön in den Loot. Guck mal, da kommt wieder eine kleine Insel. Ja, die nehmen wir doch gleich mit. Also wir müssen jetzt nicht tauchen gehen. Nö, aber das Holz und so. Und wir sind im Blutstrom. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Jetzt. Ich muss doch mit dem Kupfer einschmelzen, ne? Für? Ja. Wir haben so viel. Das willst du sagen. Richtig. Ja, dann schmelz doch was ein. Von den Erzen, ne? Ja, wäre ja nicht so, als wenn wir nicht genug hätten. Nein, theoretisch sollte da ja schon was sein, ne? Ich finde das immer nett, dass du für mich kochst, ne? Ja, da ist das in der guten Futterkiste, ne? Da liegt ganz unten. Ja. Ist was drin. Das nimm mal raus, das mache ich erstmal nicht mehr. Weil sich das irgendwie nicht lohnt. Einfach ein Fischleintopf. Ja, du machst das und kriegst nur eine Schale bei rum. Du bist zu Ewigkeiten bei den Kram fertig zu kochen. Ja, okay, das ist doof, ja. Ja, dann koche ich lieber was, womit wir ein paar mehr kriegen. Oh. Da wollte ich. Ein Bogen mal abgelegt für dich. Damit du auch was hast. Ja, aus Seetang.
ist auch halt so eine Sache. Benötigen tun wir sie nicht wirklich. Eine neue Angel gemacht. Wir sind gleich da. Reicht das schon? Genau, beim Metall. Kisten? Beim Metall haben wir sogar. Richtig schnell. Dann mache ich die Insel. Ja. Und einmal mit dem Radar laufen, ne? Ja, ja, klar. Auf den Stein hier oben drauf ist das. Und noch wieder, wenn wir auf Bord sind, wieder eine neue. So. Lachs. Ja, Schaufel auch. Ist auch wieder kaputt oder was? Was? Ja. Ein Titan. Oh. Kommen wir der Steuereinheit dichter. Ich muss sagen, lieber nehme ich ein Titan als die ganze Zeit Metall oder sonstiges, was man noch rausbekommt. Ja. Also. Ich weiß ja nicht, wie viel Titanbaren wir jetzt noch haben. Noch gar keine. Okay. Oder keine. Genau, keine. Okay. Keine Titanbaren mehr. Beziehungsweise ich mache gerade halt ein wieder fertig. So. Nee, Kollege, vergiss mal. Das vergiss mal ganz schnell. So. Ja, das hast du fertig, ne? Was habe ich fertig? Die Insel. Ja. Ja, ja. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass man hier beim Motor nicht mehr durchfliegen kann. Das nervt ja. So, jetzt drücken wir natürlich hier gleich gegen der Insel noch gegen. Was jetzt nicht so gut ist. Aber... jetzt fahren wir mal eben in der Richtung und danach drehen wir uns quer und dann nehmen wir wieder volle Breitseite in Lootstrom. Okay. Ja. Wir brauchen mehr Bienen. Ja, dafür müssen wir auf Inseln, wo es welche gibt. Ja. Da gibt es so ein paar. Weil wir fischen zu wenig anscheinend. Die sind hier immer so schnell, ist der ganze Kram von denen wieder verbraucht. Was sagen hat. So, drehen wir uns einmal. Und dann kann die Reise weitergehen. Da noch ein bisschen Lootstrom mehr reindrehen. Hm. Ja. Ich glaube, da kommt auch schon die nächste Insel. Nächste Insel. Nett. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.